Bei der Aufgabe geht es um ein exponentielles Wachstum von Holz. Also quasi, wie viel Kubikmeter Holz kommt jedes Jahr dazu. Wir können das Ganze auch ablesen. Wir wissen, dass es nämlich 4,5% pro Jahr sind. Wir wissen ja, das, was hier hinten dazu kommt mit zwei Kommas verschoben, das ist dann die Prozentzahl. Also in dem Fall kommt ja 0,045 dazu und das ist als Prozent dann 4,5. Steht aber in der Angabe, müssen wir hier nicht berechnen. Bei der ersten Aufgabe geht es wieder nur darum, dass ich hier eine Wertetabelle ausfülle. Auch hier müssen wir wieder höllisch aufpassen. Ich habe schon mal mein Table quasi gesettet, also das geht nochmal auf Table Set. Ich habe quasi meinen Start der Tabelle auf 0 gesetzt und die Schritte, also die Steps auf 5. Und dann kann ich nämlich das leichter ablesen. 5000 bei 0, aufpassen, hier kommt jetzt die 10. Und ich muss auf ganze Millionen, ganze 1000 runden, also 7765, hier wird auf 5 gerundet. Dann müssen wir zur 20 gehen, nicht die 15 nehmen, weil die 20 ist nächste. 12.059, dann die 25, 15.027, da bleibt es unverändert. Dann geht es auf die 30, 18.727, es wird gerundet. Bei der 35, 23.337 wird auch gerundet. Und bei der 40, 29.082 wird auch gerundet. Aufpassen, hier ganz genau runden. Lieber zweimal hinschauen, das wäre echt schade, wenn man das immer wieder vergisst. Gut, und wenn wir mit Schreiben fertig sind, dann können wir das Ganze auch zeichnen in die Grafik, die natürlich schon vor euch liegt. Auch hier könnten wir eigentlich die Werte für 5 und für 15 aus dem Taschenrechner einfach nochmal mit übernehmen. Ist vielleicht in dem Fall auch geschickter, weil sonst vielleicht eben diese beiden Strecken, oder Strecken darf man nicht sagen, sind ja keine Strecken, dass diese Verbindungslinie hier einfach nicht so schwungvoll wird, wie wenn man das quasi auslässt. Gut, bei der 1-2 eine typische Aufgabe. Man sucht jetzt quasi, wann der Holzbestand 10.000 Kubik ist. Also Holzbestand ist Y. Gehe ich auf Y 10.000. Gut, hier kommt man auch nicht auf 10.000, ist klar. Ich gehe wieder rüber, bis der Punkt erreicht ist. Der ist jetzt bei mir ungefähr bei 16 Jahren erreicht. Das hier ist relativ schwierig abzulesen. Da kann es auch mal passieren, dass es bei euch in der Zeichnung 15 wird, hat aber dann nicht unbedingt damit zu tun, dass ihr unsauber gezeichnet habt, sondern das ist hier wirklich schwer abzulesen. Aber nochmal ganz wichtig, einen dünnen gespitzten Bleistift ist bei der Exponentialfunktion wirklich immens wichtig. Die brauchen wir ganz einfach. Also, ablesen 16 Jahre. Und dann kommt wieder das ganz normale, berechnen Sie auf Kubikmeter gerundet, um wie viel der Holzbestand nach 32 Jahren gestiegen ist. Also, x 32 Jahre setze ich einfach in meine Formel ein. 5000 mal 1,045 hoch 32, denn x ist genau an dieser Stelle, nämlich Jahre. Und dann bekomme ich 20.450 raus. Ganz aufpassen, bei der Aufgabe gibt es zwei Punkte. Das gibt erst einen Punkt. Das heißt, hier ist noch ein Knackpunkt dabei. Nochmal lesen. Um wie viel der Holzbestand gestiegen ist. Das ist der Holzbestand, aber nicht das, was gestiegen ist. Denn wir hatten von Anfang an 5000 und die wollen jetzt wissen, wie viel es gestiegen ist. Also muss ich noch die Differenz berechnen. Das heißt, es wären in dem Fall 15.450 Kubikmeter mehr. Der Holzbestand wäre um 15.450 Kubikmeter gestiegen. Höllisch aufpassen. Wenn es am Schluss zwei Punkte gibt, nochmal und nochmal und nochmal lesen. Mit einer Zeile ist man darin garantiert und nicht fertig, sondern man muss immer noch genau lesen, nach was ist eigentlich gefragt.